Ich habe lediglich erlebt im Frühjahr 1989, ich war ja im Personalrat tätig der Polizei in Eschwege, haben wir dann, nachdem die Grenzbedingungen gelockert wurden und man in die grenznahen Kreise konnte, habe ich dann veranlasst, dass die Polizei mit etwa 100 Personen in die DDR fuhr. Das erste Mal. 89 oder 90? Nein, das war 1989 im Frühjahr. Ich habe nämlich heute nochmal extra geguckt, damit ich da auch wirklich stimmig bin. Und ich habe das dann organisiert. Da mussten ja noch Listen eingereicht werden, die Namen und so. Und da haben wir dann auch den Bernd Hummel als Fernsehmensch mitgenommen, der ja nie rübergelassen worden ist, weil er aus Großburschla stammte. Jedenfalls mit den zwei Bussen sind wir dann über Herleshausen eingereist. Und da habe ich ja dann erlebt, wie dort kontrolliert worden ist, zu der damaligen Zeit noch, also im Frühjahr immer noch, kam der Grenzsoldat und dann Füße hoch und Beine hoch und im Bus. Also es wurde ganz streng kontrolliert, jeder musste auf seinem Platz sitzen. Und ich habe dann selbst, sage ich mal, von ihm eine Rüge bekommen, weil in dem zweiten Bus saß die Lebensgefährtin meines Kollegen, weil das streng sortiert wurde. Also im ersten Bus saßen die von A bis M und im zweiten Bus die von Nordpol, also von N bis Z. Und das hat mich natürlich schon ein bisschen gestört, aber ich habe dann auch gesehen, in dem Bus sind dann zwei Grenzsoldaten mitgefahren, die natürlich viel loyaler waren und die Dinge schon lockerer gesehen haben. Also das war ein riesengroßer Unterschied. Aber diesen kleinen Grenzsoldaten, den habe ich dann später nach der Grenzöffnung in Frieda, Großtöpfer, wieder getroffen. Und was hat den genau gestört? Ja, der hat angeordnet, jeder muss auf seinem Platz sitzen. Dann mussten die Füße hochgenommen werden. Dann ist er durchgegangen und hat genau kontrolliert, ob irgendwelche Dinge, naja gut, es wurde ja im Wesentlichen kontrolliert, ob irgendwelche Personen, insbesondere beim Rausfahren, aus der DDR ausgeschleust wurden. Das ist ja immer wieder passiert. Und was hatten Sie da? Sie sind mit 100 Polizisten rüber. Was war der Plan? Wir haben die Wartburg besichtigt und waren in Eisenach. Das war ja für uns ein Erlebnis, das war ja bisher dann nicht möglich. Aber jetzt dann das erste Mal.